In den verborgensten Ecken der menschlichen Psyche, dort wo Tabus und Geheimnisse zusammenfließen, liegt ein dunkles Thema, das oft verschwiegen, doch nie gänzlich vergessen wird. Der Inzest. Ich bin Professor Ashok Riem und heute beleuchten wir eine besonders komplexe und schmerzhafte Form dieser Tragödie. Den Inzest zwischen einem narzisstischen Vater und seiner Tochter. Was geschieht, wenn derjenige, der Schutz bieten sollte, stattdessen zum Täter wird? Wie erlebt eine Tochter das Aufwachsen unter der Herrschaft eines narzisstischen Vaters? Welche langfristigen psychologischen Folgen entstehen aus diesem Vertrauensmissbrauch? Und was geht in so einem Menschen eigentlich vor, dass er zum Täter wird? Dieses Video soll Licht in das Dunkel bringen. Wir werden die psychologischen, sozialen und emotionalen Aspekte dieses heiklen Themas untersuchen. Der Vater-Tochter-Inzest ist das zweithäufigste Inzestgeschehen. Nur übertroffen von dem Inzest zwischen Geschwistern. Vater umfasst den biologischen Vater, Stiefvater, Pflegevater und Adoptivvater. Verlässliche Zahlen über die Häufigkeit zu ermitteln, ist schier unmöglich. Inzest ist eine Kindesmisshandlung, die eine sehr hohe Dunkelziffer aufweist. Nur äußerst selten sind äußerliche Verletzungen sichtbar und das Kind wird mit einem starken Redeverbot belegt. Dieses Redeverbot ist eines der wichtigsten Dynamiken in diesem Missbrauchsgeschehen. Das Familiengeheimnis muss um jeden Preis aufrechterhalten werden. Dem Kind wird typischerweise mit Gefängnis oder Heim gedroht und es wird ihm klargemacht, dass es Schuld daran hat, dass die Familie auseinanderbrechen wird, wenn es redet. Selbst bei Entdeckung des Inzestgeschehens innerhalb der Familie wird häufig der Mantel des Schweigens darüber gehüllt, um diese Familienschande vor Außenstehenden und der Gesellschaft zu verbergen. Das führt auch dazu, dass kaum ein in der Kindheit missbrauchter Mensch im Erwachsenenalter über seine Erlebnisse redet, selbst im Rahmen einer Therapie. Die polizeiliche Kriminalstatistik weist für das Jahr 2022 15.520 zur Anzeige gebrachte Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch aus. Dazu kommen dann noch über 42.000 Fälle des Besitz, Erwerb und Herstellung von Kinderpornografie. Beschränken wir uns auf die 15.520 Fälle des sexuellen Kindesmissbrauchs und legen die von Bauermann sowie von Kavermann und Lohstötter errechnete Dunkelziffer von 1 zu 20 an, ergibt sich eine erschreckende Anzahl von über 310.000 Fällen, die es wahrscheinlich gegeben hat. Wie groß und über Generationen tief verwurzelt das gesellschaftliche Tabu zu diesem Thema ist, sehen wir an Sigmund Freud. Freud hatte 1895 zusammen mit Breuer Fallgeschichten von Patientinnen veröffentlicht. Darunter waren zwei Fälle von Vater-Tochter-Inzest. Selbst Freud hatte Hemmung, dies klar zu benennen und ersetzte den Vater durch den Onkel. Erst 1924 korrigierte er diese Manipulation anlässlich einer Neuauflage mittels einer läppischen Fußnote. Dabei zeigen die Erfahrungswerte, dass je mehr dieses Thema in das Licht der Öffentlichkeit gebracht wird und eben nicht totgeschwiegen wird, desto mehr Fälle kommen zur Anzeige. Die Hürde senkt sich also. Für uns stellt sich ja jetzt die Frage, wie sieht eigentlich eine Familienstruktur aus, in der es zu solchen grausamen Grenzüberschreitungen kommen kann. Dafür müssen wir vorab mit einem Mythos aufräumen. Häufig denkt man sich, dass ein väterlicher Inzesttäter, ein Haustyrann, ein von patriarchalischem Machtanspruch getriebener sein muss, der seine Familienmitglieder als seinen persönlichen Besitz betrachtet, über die er frei verfügen kann. Und wenn die Impulskontrolle aussetzt, nimmt er sich, wozu er sich berechtigt fühlt. Diesen Typus gibt es natürlich, keine Frage. Er macht aber nur 15% der Täter aus. Dieser Typus neigt nämlich eher zur Promiskuität und stürzt sich in Affären mit erwachsenen Frauen. 85% der Täter sind passiv, emotional und sozial abhängig. Sie bemühen sich um ein sozial gutes Bild nach außen, haben aber innerhalb der Familie große Probleme, die Position als Partner und Vater zu finden. Dieser Tätertyp ist schüchtern und introvertiert und sucht eher im Missbrauch der Tochter eine Verbindung, die er sich gewachsen fühlt. Beide Tätertypen haben ein großes narzisstisches Defizit. Dazu gehört ein ganz besonders fragiles Selbstbewusstsein, ein besonders ausgeprägter Empathiemangel
und die Unfähigkeit zur emotionalen Identifikation mit den Kindern. Dies führt unter anderem dazu, dass die schädlichen Auswirkungen des Inzests für das Kind verleugnet werden. Auffällig bei beiden Tätertypen ist auch, dass die Pflege und das Kümmern im Säuglings- und Kleinkindalter geradezu krankhaft und krampfhaft vermieden wird. Schauen wir uns nochmal narzisstische Dynamiken in Beziehung an, die gleichzeitig Risikofaktoren sind. Wie eben schon gesagt, Empathiemangel. Narzissten haben oft Schwierigkeiten, echte Empathie für andere zu empfinden. Dies kann dazu führen, dass sie die Gefühle und das Wohlbefinden anderer, einschließlich ihrer Kinder, nicht angemessen berücksichtigen oder respektieren. Macht und Kontrolle. Narzissten streben häufig nach Macht und Kontrolle über andere. In einem familiären Kontext könnte dies dazu führen, dass sie die Autonomie und Grenzen ihrer Familienmitglieder, einschließlich ihrer Kinder, missachten. Grandiosität und Berechtigung. Das Gefühl von Grandiosität und ein überhöhtes Anspruchsdenken, typische Merkmale narzisstischer Persönlichkeiten, können sie dazu verleiten, gesellschaftliche Normen und Tabus, einschließlich des Inzest-Tabus, für sie nicht zutreffend zu betrachten. Wir haben psychologische Dynamiken, Familiengeheimnisse und Dynamiken. Narzisstische Elternteile könnten ein Familiensystem schaffen, in dem Geheimnisse, Manipulation und Machtmissbrauch normalisiert werden. Dies kann ein Umfeld schaffen, in dem Inzesttabus leichter gebrochen werden können, ohne dass dies von außen bemerkt wird. Projektion und Spaltung. Narzissten neigen dazu, ihre eigenen negativen Eigenschaften auf andere zu projizieren. In einem verzerrten Versuch, ihre eigene Unzulänglichkeit oder Schwäche zu bekämpfen, könnten sie Grenzen überschreiten und unangemessene Beziehungen rechtfertigen. Es gibt kulturelle und soziale Faktoren. In einigen Fällen können Narzissten durch ihr Charisma und ihre sozialen Fähigkeiten negative Konsequenzen ihrer Handlung vermeiden oder minimieren, was sie in ihrem Verhalten bestärken kann. Es gibt das Problem der Isolation. Narzisstische Familienoberhäupter könnten ihre Familien von der Außenwelt isolieren, was die Wahrscheinlichkeit verringert, dass ihr Verhalten herausgefordert oder aufgedeckt wird. Insbesondere Isolation der Familie ist ein sehr großer Risikofaktor. Vorherrschend findet Inzest in sogenannten endogamen Familien statt. Es handelt sich dabei um oberflächlich unauffällige, gut angepasste Familien, die aber keinen echten Außenkontakt haben. Familienintern gibt es Konfliktvermeidung, Grenzstörung, Verlassensängste. Bedürfnisse nach seelischem und körperlichem Wohlergehen werden meist stark sexualisiert. Die Psychoanalyse bietet einen tiefgreifenden Rahmen für das Verständnis menschlicher Psychologie und Verhaltensmuster, einschließlich der Dynamiken von Inzest, speziell zwischen Vater und Tochter. Freud selbst hat das Thema Inzest in seinen Theorien zum Ödipuskomplex und zur Elektrakomplexität eingehend behandelt, die er als zentrale Phänomene in der psychosexuellen Entwicklung ansieht. Es ist wichtig zu beachten, dass moderne Interpretationen und Kritiken der Psychoanalyse existieren, die einige von Freuds Ideen in Frage stellen oder weiterentwickeln. Der Ödipuskomplex ist eine der bekanntesten Theorien Freuds und beschreibt eine Phase in der kindlichen Entwicklung, in der das Kind typischerweise im Alter von 3 bis 6 Jahren unbewusste sexuelle Begierden für den gegengeschlechtlichen Elternteil entwickelt und den gleichgeschlechtlichen Elternteil als Rivalen betrachtet. Bei Jungen manifestiert sich dies in einer unbewussten sexuellen Anziehung zur Mutter und einer Rivalität mit dem Vater. Wir erleben das, wenn der 5-jährige Sohn ankommt und sagt, Mama, wenn ich groß bin, dann heirate ich dich. Das ist süß und niedlich und vollkommen normal und gehört zu dieser Entwicklungsstufe. Als Gegenstück zum Ödipuskomplex beschreibt der Elektrakomplex eine Phase, in der Mädchen eine unbewusste sexuelle Anziehung zum Vater entwickeln und eine Rivalität mit der Mutter empfinden. Freud glaubte, dass der erfolgreiche Abschluss dieser Phase durch die Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil für eine gesunde psychosexuelle Entwicklung entscheidend ist. In der psychoanalytischen Literatur wird Vater-Tochter-Inzest oft im Kontext von gescheiterten Ödipalen und Elektra-Konfliktlösungen und einem Durchbruch der inzestuösen Barrieren betrachtet. Ein solches Verhalten könnte als Ausdruck von ungelösten Ödipus-Konflikten beim Vater interpretiert werden.
der in einer regressiven Weise, also in einem Rückfall von seiner eigenen Entwicklungsstufe zurück in diese ödipale Phase versucht, sexuelle oder emotionale Bedürfnisse zu erfüllen. Inzestgeschehen ist nichts, was plötzlich ausgelöst wird, sondern entwickelt sich bei dem Täter über einen längeren Zeitraum. Alkohol- und Drogenmissbrauch geht in einer Mehrzahl der Fälle dem Inzest voraus, aber nur in der Form, dass es enthemmend wirkt. In über 60% der Fälle ist es die älteste Tochter, die zum Opfer wird. Die Bandbreite der Handlungen ist immens. Beginnend mit voyeuristischen und exhibitionistischen Handlungen, berührende Brüste, der Genitalien, Küsse in sexualisierter Form, vor den Augen des Kindes onanieren, onanieren lassen vor den Augen des Vaters, Geschlechtsverkehr zwischen den Eltern im Beisein des Kindes, ja, auch das gibt es, sich masturbieren lassen, Verkehr zwischen den Schenkeln, oral-genitaler Verkehr, Fotografieren oder Filmen von sexualisierten Körperhaltungen, bis hin zum Urinieren und Defizieren über dem Körper des nackten Kindes. Gerade letzteres ist die quasi Entmenschlichung und Vernichtung des Kindes und Ausdruck der absoluten Macht und Kontrolle. Hier spielt der Narzissmus des Vaters eine überragende Rolle. Der narzisstische Vater mit all seinen Defiziten trifft auf die bedingungslose Liebe, die ein Kind dem Elternteil entgegenbringt. Das ist die narzisstische Bestätigung der eigenen Wertigkeit, die der Täter sucht. Er braucht von der Tochter keine Ablehnung und Kränkung zu befürchten. Er macht die Tochter anstelle der Ehefrau zum Sexualobjekt, identifiziert diese aber mit seiner Mutter. Cormier beschreibt das in einem Fallbeispiel so: Sein bevorzugtes Kind war die älteste Tochter, die von einem sehr frühen Alter an als Ersatzmutter für die jüngeren Kinder herhalten musste. Er fand sie heiter und gewitzt. Sie erinnerte ihn an seine eigene Mutter. Aber als Tochter war sie noch gehorsam. Aber die Identifikation mit der eigenen Mutter ist nur ein Aspekt. Denn die Tochter wird nicht zum Ersatz der Ehefrau, wie sie aktuell gerade ist, sondern zur idealisierten Figur der jungen Ehefrau bzw. der Braut, die der Vater in jungen Jahren gewonnen hat. Durch das inzestuöse Geschehen mit der Tochter empfindet sich der Vater wieder als schön, kraftvoll und jung. Das heißt, es findet gleich eine doppelte narzisstische Bestätigung statt. Einmal in der Form der Identifikation mit der eigenen Mutter, die er nun beherrschen kann, und dann in der Selbstverjüngung durch die Fantasie der jugendlichen Ehefrau. Wie extrem die Auswirkungen sind, können wir sehen, wenn wir die Reaktion des Vaters betrachten, sobald natürliche Loslösungserscheinungen der Tochter auftreten. Der Vater wird mit extremer Eifersucht reagieren, die geradezu psychotisch sein kann. Er hat das Gefühl für die Realität verloren und handelt, denkt und fühlt, als wäre er tatsächlich der betrogene Liebhaber, dem großes Unrecht geschieht. Er wird versuchen, jedweden Kontakt zwischen der Tochter und männlichen Kindern und Jugendlichen rigoros zu unterbinden. Gleichzeitig kommt es häufig vor, dass der Täter ein Bestreben hat, sein Opfer als Eigentum zu markieren. Dazu gehören zum Beispiel das Schenken von Ketten oder anderen Schmuck mit seinem Namen oder seinem Gesicht. Seltener kommt es zu Überredungsversuchen, sich den Namen oder das Konterfei des Vaters tätowieren zu lassen. Aber auch das gibt es. Für das Kind hat das natürlich verheerende Folgen. Grundsätzlich müssen wir festhalten, dass die Manifestation des Inzest in zwei Altersspannen besonders hoch ist. Einmal im Alter von 6 bis 7 Jahren und dann im Alter von 10 bis 12 Jahren. Die psychologischen Auswirkungen von Inzest, insbesondere in einer Beziehung zwischen einem narzisstischen Vater und seiner Tochter, können tiefgreifend und langanhaltend sein. Die Folgen für das Opfer variieren je nach individuellen Umständen, umfassen jedoch häufig eine Kombination aus emotionalen, psychologischen und interpersonellen Problemen. Hier sind einige der wesentlichen psychologischen Auswirkungen, die häufig beobachtet werden. Traumatische Belastungsstörung. Posttraumatische Belastungsstörung ist eines der häufigsten Krankheiten, die entstehen. Was entwickelt sich da? Es kommt zu Flashbacks, Albträume, andauernde Angst,
Vermeidungsverhalten in Bezug auf bestimmte Menschen oder Situationen, die Erinnerung an den Missbrauch hervorrufen können. Es kommt zur komplexen posttraumatischen Belastungsstörung bei langanhaltendem Missbrauch, insbesondere in einer Beziehung, die von emotionaler Manipulation und Kontrolle geprägt ist, können Opfer eine Form von PTSD entwickeln, also posttraumatischer Belastungsstörung, die durch emotionale Dysregulation, Schwierigkeiten bei der Bildung von gesunden Beziehungen und ein tief verwurzeltes Gefühl der Wertlosigkeit gekennzeichnet ist. Wir haben Depressionen und Angstzustände. Häufige und langfristige Auswirkungen von Inzest beinhalten depressive Störungen und Angstzustände, die das tägliche Funktionieren beeinträchtigen können. Es kommt zu der Entwicklung eines geringen Selbstwertgefühls. Viele Opfer leiden unter einem erniedrigten Selbstbild und Selbstwertgefühl, oft aufgrund von Schamgefühlen und internalisierter Schuld am Missbrauch. Denn ganz typisch ist, dass der Täter dem Kind die Schuld in die Schuhe schiebt. Es kommt zu dissoziativen Störungen. In einigen Fällen können Opfer dissoziative Störungen entwickeln, welche als psychologischer Mechanismus zur Bewältigung von intensivem Stress oder Trauma dienen. Es kommt zu interpersonellen und sozialen Problemen, Schwierigkeiten in menschlichen Beziehungen zum Beispiel. Opfer können Schwierigkeiten haben, Vertrauen zu anderen Menschen aufzubauen, was zu isolierten Lebensweisen oder problematischen Beziehungsmustern führen kann. Ganz häufig haben Kinder oder erwachsene Menschen, die als Kind sexuellen Missbrauch erlebt haben, eine weitere Geschichte. Das heißt, auch in ihrem Erwachsenenleben werden sie überproportional häufig Vergewaltigungsopfer. Ebenfalls, und das ist auch ein typisches Bild, berichten annähernd 95% aller Prostituierten, dass sie in der Kindheit sexuell missbraucht worden sind. Es kann natürlich auch zu sexuellen Dysfunktionen kommen. Erfahrungen von Inzest können zu langfristigen Problemen mit sexueller Intimität und Identität führen, einschließlich Angst vor sexueller Aktivität oder gestörten sexuellen Verhalten. Es kommt zu selbstschädigenden Verhalten, Substanzmissbrauch. Nicht selten greifen Opfer zu Alkohol oder Drogen, um mit dem psychischen Schmerzen oder der Traumatisierung umzugehen. Es gibt auch selbstverletzendes Verhalten. Einige Opfer können auch zu selbstverletzendem Verhalten neigen, als ein Mittel, mit emotionalen Schmerzen umzugehen oder Kontrolle über ihre Gefühle zu erlangen. Es gibt das Auftreten von psychischen Erkrankungen, also Persönlichkeitsstörungen wie Borderline. Aufgrund der Tiefe und Komplexität der Traumata, die Inzest mit sich bringt, ist professionelle Hilfe unerlässlich. Therapeutische Interventionen können Einzel- oder Gruppentherapien umfassen, einschließlich traumafokussierte Therapie, also Ansätze wie EMDR zum Beispiel und traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie bringen gute Erfolge. Wichtig ist auch, in eine langfristige Psychotherapie zu gehen, um dann auch vor allen Dingen zum Beispiel mit Psychoanalyse, mit Tiefenpsychologie in die Tiefe zu gehen, die emotionalen Schäden wirklich zu identifizieren, zu adressieren und dann überwältigen zu können. Das ist ein sehr anstrengender Prozess, aber es lohnt sich. Unterstützungsgruppen sind immer gut, denn sie bieten einen Raum, in dem sich Opfer mit ähnlichen Erfahrungen austauschen und gegenseitig unterstützen können. Das Verständnis und die Behandlung dieser Auswirkungen erfordern eine einfühlsame und oft multidisziplinäre Herangehensweise, um den Opfern zu helfen, ihre Erlebnisse zu verarbeiten und ein erfüllteres Leben zu führen. Es gibt auch klare familiäre Risikostrukturen, die Inzestgeschehen begünstigen. Wenn Sie dazu mehr wissen wollen, schreiben Sie es mir bitte in die Kommentare.